Dem Krankenhaus in Melsungen droht das aus. Für die Pfleger und Pflegerinnen ein harter Rückschlag. Die fühlen sich alleingelassen und die fühlen sich auch verraten, weil sie immer gedacht haben, dieses Krankenhaus hat eine Zukunft. Das Klinikum sieht dahin. Die Ungewissheit schwer zu ertragen. Viele suchen sich jetzt andere Jobs. Wir haben Familie, Alleinarbeiter, Alleinverdienende, die haben Angst. Das Thema eurer exklusiven YouTube-News aus Hessen klärt, wie der Abstieg in Melsungen begann und wo sich was ändern muss in unserem Gesundheitssystem. Denn eine gute Gesundheitsversorgung im Krankenhaus ist vielerorts ein Problem. Wir werden schon angehalten, auch stationäre Aufnahmen zu generieren, Fälle zu generieren und auch Dinge zu dokumentieren, damit wir sie eben abrechnen können. Doch von vorn. Rund 120 Beschäftigte gab es hier noch vor kurzem. Doch viele kündigen aus Frust. Es scheint unklar, ob und wie es ab Januar weitergeht. Wie es dazu kam, sagen wir euch gleich. Erst einmal wollen wir euch Luise vorstellen. So nennen wir sie. Ihren echten Namen will sie nicht öffentlich nennen. Seit 17 Jahren arbeitet sie hier als Reinigungskraft. Wir sind keine Ärzte da. Also wir haben gar keine Ärzte mehr. Und die Ärzte wurden ja auch gar nicht irgendwie... Man hat sich ja gar nicht drum bemüht, was will ich jetzt auf einer Geriatrie, wenn kein geriatrischer Arzt mehr da ist? Was will ich auf der Psychologie, wenn keine Ärzte ab Januar da sind? Also gehen die Schwestern mit. Luise selbst hat sich noch keine andere Stelle gesucht. Die jetzt noch da sind, die halten wirklich alle zusammen, ja. Ja. Die jetzt vor lauter Angst gekündigt haben, ja gut, die haben Familie, Alleinarbeiter, Alleinverdienende. Wir haben ja auch hier Männer, die können sich das gar nicht leisten, 3 Monate kein Geld zu kriegen. Ne? Das muss man ja auch mal bedenken. Ne? Also gehen Sie lieber vorher. Drastischer Personalmangel, faktisch ein Todesurteil für ein Krankenhaus. Es sei jetzt in einem Stadium, sagt der Betriebsrat, in der sich die Spirale immer schneller dreht. Ich habe da jetzt nicht den ganz aktuellen Überblick, weil tatsächlich auch jeden Tag Kündigungen reinkommen. Aber ich denke, dass die über die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen nicht mehr da sein werden. Klaus Bölling ist freigestellter Betriebsrat, war selbst über 30 Jahre als Pfleger in Melsungen im Dienst. Er hat erlebt, wie das Krankenhaus vor Jahren privatisiert wurde. Rückblick. Noch vor 4 Jahren sah die Zukunft gut aus. Hier sollte ein neuer Klinikbau entstehen. Doch außer einer Baugrube ist nichts. Stattdessen gibt es Zoff zwischen dem Klinikbetreiber Asklepios und dem Landkreis Schwalm-Eder über das Klinikkonzept. Zukunft und Finanzierung der Klinik sind seitdem ungeklärt. Eine jahrelange Hängepartie für die Mitarbeiter. Ganz erbärmlicher Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen dort, die sich seit sehr vielen Jahren für diese Klinik ins Zeug legen. Die sind auch aktiv angesprochen worden. Es gibt ringsherum ja noch weitere Krankenhäuser. Alle haben Fachkräftemangel und alle suchen natürlich Kolleginnen und Kollegen. Und damit hat sich dieses Krankenhaus in gewisser Weise selber aufgelöst. Auf HR-Nachfrage räumt Asklepios ein, dass die Klinik ab nächsten Monat weniger medizinische Leistung anbieten wird. Besonders heikel die Notfallversorgung. Notärzte und Krankenwagen bleiben zwar weiter in Melsungen stationiert, aber Patientinnen und Patienten werden je nach Standort und Diagnose in das nächstgelegene geeignete Krankenhaus transportiert. Auch ein ärztlicher Bereitschaftsdienst wird nach wie vor in Melsungen gewährleistet sein. Hierzu bestehen auch Verträge. Für Nordhessen spitzt sich die Klinikversorgung damit weiter zu. 2010 musste bereits die Klinik im Homberg schließen. Mit einem drohenden Wegfall des Standorts Melsungen tut sich im Schwalm-Eder-Kreis eine Lücke auf. Alle anderen Kliniken sind mindestens 30 Minuten Fahrtweg entfernt. Was für Folgen hätte das für die Patienten? Eine Krankenschwester, die anonym bleiben möchte, erzählt es uns exklusiv in einer Sprachnachricht. Die Belegschaft ist am Boden zerstört. Ich arbeite in der zentralen Notaufnahme und weiß, was wir da versorgen. Und ich weiß deshalb auch, wie viele Patienten es vielleicht nicht nach Kassel schaffen werden. Und das macht mir Sorgen und das macht mich unglaublich traurig. Das kleine Krankenhaus mit seinem geriatrischen Schwerpunkt ist besonders für ältere Menschen eine wichtige Anlaufstelle. Es war natürlich ideal für uns. Wir wohnen hier nebenan in Karlem, ist man in 5 Minuten im Krankenhaus. Halt, ne? Uns gefällt es nicht. Und so viel, so großer Ort und dann Krankenhaus zu machen, das ist unverständlich. Für mich ist das unverständlich. Ab und zu passiert mir was, muss ich auch zum Krankenhaus. Ne? Und was dann? Muss ich liegen in die Straße wie Hund?
das kann nicht sein, bin ich auch ein Mensch, oder? Stefanie Minkler ist Chirurgin und hat ihren Job an einem anderen Krankenhaus an den Nagel gehängt. Übermorgen beginnt mein letzter Monat in dieser Klinik. Und ich habe mich entschlossen, dass das mein letzter Monat auch als Ärztin im Krankenhaus wird, weil ich diese Arbeitsbedingungen nicht weiter tragen und ertragen will. Jetzt studiert sie im Bereich Gesundheitswesen und engagiert sich bei der SPD politisch. Kliniksterben ist kein neues Thema in Hessen, sie weiß. Schwer haben es natürlich die Krankenhäuser, die wenig lukrative Abteilungen haben. Und das liegt ein bisschen an diesem Vergütungssystem, welche Abteilungen lukrativ sind und welche nicht. Zu den nicht lukrativen zählen eben vor allem die Notaufnahmen, zählt auch die Kinderheilkunde, die Geburtshilfe. Sie hat den HR mitgenommen in ihren damaligen Klinikalltag, dem sie entkommen wollte. Wir werden schon angehalten, auch stationäre Aufnahmen zu generieren, Fälle zu generieren und auch Dinge zu dokumentieren, damit wir sie eben abrechnen können. Also leider ist mittlerweile tatsächlich der ökonomische Druck auch präsent in Kliniken. In der ARD-Mediathek und hier bei YouTube könnt ihr Stefanies Geschichte in My Doctor's Life, Tagebuch einer Ärztin, die aussteigt, sehen. Rund 30 Kliniken haben in den vergangenen 20 Jahren in Hessen geschlossen. Stefanie findet es wichtig, dass ein gewisser Standard erhalten bleibt. Erstmal muss der Staat und muss auch das Land Hessen dafür sorgen, dass einfach eine gewisse Grundversorgung da ist. Eine Blinddarmentzündung muss operiert werden können, ein Herzinfarkt muss behandelt werden können. Die Erstversorgung auch bei einem Schlaganfall oder bei anderen Erkrankungen, notfälligen Erkrankungen, muss einfach gewährleistet sein. In Melsung tut der Kreis tatsächlich was, um die Gesundheitsversorgung zu sichern, plant nun ein neues Konzept. Wir haben festgestellt in den letzten Jahren, dass tatsächlich nicht unbedingt der Bedarf nach einem solchen Krankenhaus besteht, dass aber tatsächlich ein Bedarf nach einer medizinischen Grundversorgung angelehnt an krankenhausähnliche Strukturen besteht. Gemeint ist damit ein Gesundheitszentrum mit Fach- und Notärzten. Eine Art Krankenhaus-Light also. Doch bisher existieren diese Pläne nur auf dem Papier. Einen Träger gibt es nicht. Mancher glaubt, es könnte am 2. Januar schon Schluss sein. Ich bleibe hier, ja. Ich bleibe hier bis zum bitteren Ende. Okay. Ich komme am 2. Jahr, ich bin die einzige Reinigungskraft, die noch da ist. Und dann schaue ich, was ist. Luise bleibt und hofft. Das Krankenhausschrumpfen in Melsungen. Leider typisch für viele Orte. Was meint ihr? Wo fehlt es noch an der Versorgung? Schreibt es uns in die Kommentare.